Haben Sie schon einmal ein saftiges Agrinatura Steak gegessen? Knackige Fertigsalate von Frigemo gekostet? Oder knusprige Pommes von McDonald's probiert? Kennen Sie die natürlichen Ramsayer Obstsäfte? Das bergfrische Elmer Citro und das spritzige Sinalco? Nun, all diese Produkte stammen von der Fenaco. Wissen Sie was? Das machen wir anders. Ich weiß etwas Besseres, als einfach den Film abzuspulen. Ich erzähle Ihnen von meiner eigenen Erfahrung. Grüezi. Mein Name ist Nina Habecker und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung für Fenaco. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Machst du mir ein Mail an Sutter? Am Anfang hatte ich etwa die Knurz, mich für eine Berufsrichtung zu entscheiden. Aber zum Glück haben meine Eltern mir geraten, mit den Personalverantwortlichen von der Fenaco zu reden. Jesus, bin ich dort noch eine freche Göre gewesen. Hallo, Nina. Sind wir per Du? Habecker, Nina. Grüezi. Nur, dass es klar ist, ich bin zwar gekommen, aber ich will dann nicht Bauer werden wie meine Eltern. Die Fenaco gehört zwar den Bauern, aber wir haben noch ganz viele andere Berufe. Berufe, die zum Beispiel die Bauern in ihrer Tätigkeit unterstützen. Aber ich will etwas ein bisschen Modernes. Nichts Hinterwälder ist es. So. Und ich will einen guten Lohn und 8 Wochen Ferien. Was Sie alles wollen? Die Fenaco beschäftigt gegen 10'000 Personen und rund 500 Lernende. Wir gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern und Anbietern von Lehrstellen im ländlichen Raum. Ja. Die Fenaco umfasst über 80 Bereiche und Tochtergesellschaften. Und Unternehmen und Marken wie Landi Agrola gehört genauso dazu wie die UFA, Anicom, Landor und Agrolein. Und der Volk. Genau, gut. Wir schaffen die 4 Geschäftsfelder. Im Agrarbereich, in der Lebensmittelindustrie, im Detailhandel und im Benzinhandel. Genau, im Handel mit Energie. Fangen wir gerade mit der Lebensmittelindustrie an. Fenaco verarbeitet und vermarktet nebst Herdöpfel, Gemüse, Weintrauben, Eier und Brotgetreide auch Obst. So geht zum Beispiel jeder dritte Äpfel durch unsere Hände. Produkte kauft sie direkt von den Bauern ein und bringt damit Wertschöpfung auf ihre Höfe. Wir sind der wichtigste Abnehmer von Erzeugnissen der Schweizer Landwirtschaft und machen aus diesen Rohstoffen in unserem modernen Verarbeitungsbetrieb gesunde, feine Schweizer Lebensmittel. Pro Kopf und Jahr isst jeder Schweizer 7 Kilogramm Fleisch und Würst aus Fenaco-Betrieb. Übrigens kommen auch alle Pommes frites von McDonald's von uns. Dann wollte ich aber als Fenaco-Mitarbeiterin gratis Hamburger und gratis Pommes frites. Das Geschäftsfeld Agrar. Die Fenaco entwickelt und beschafft Qualitätssaatgut. Und wir produzieren Nutztierfutter. Wir sorgen für eine tierfreundliche Zucht und Mast von Kälber, Muni und Zeu. Unsere UFA stellt hochwertige Mischfutter her. Dafür kauft sie vor allem Getreide von den Schweizer Bauern ein. Die Anicom als Beispiel ist führend im Handel mit Nutztieren. Zerko Landtechnik importiert Traktoren von der Weltmarke Klaas und bildet viele Landmaschinenlehrlinge aus. Unsere Pflanzenbauberater geben Tipps und die richtigen Mittel.
Und Landor versorgt die Schweizer Landwirtschaft lückenlos mit wertvollem Dünger. Bei unserem Geschäftsfeld Detailhandel sind das Wichtigste unsere Konsumenten. Für sie stellen die Bauern und wir nämlich die Lebensmittel her. Über unsere Detailhandelskette wie zum Beispiel Landi, Volk und Agrola Topshop bringen wir die Erzeugnisse der Landwirtschaft vom Bauernhof direkt auf den Tisch der Schweizer Haushalte. Genau so, wie es der Name im Logo sagt. Fenaco, natürlich nah, de la terre à la table. Also direkt vom Land auf den Tisch. Wir hätten übrigens gerade noch eine Stelle als Lastwagenchauffeur frei. Sie wären nicht die erste Frau bei uns am Steuer. Ich glaube, ich kann besser Velo fahren. Die Fenaco hat mit der Traveco Transporte AG eine der grössten Lastwagenflotten in der Schweiz. Ihre Camions fahren jährlich über 18 Millionen Kilometer. Das heisst fast 500 Mal rund um die Welt. Überhaupt hat Fenaco über 150 verschiedene Berufe. Von A wie Architekt bis Z wie Zolldeklarantin. Cool. Dann kommen wir jetzt zum Geschäftsfeld Energie. Seit Anfang 2015 versorgen wir die Bauernhöfe mit effizienten Photovoltaikanlagen. Wir schätzen, dass die Schweizer Landwirtschaft mittelfristig über 1200 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr produzieren kann. Das Geschäftsfeld Energie ist aber ursprünglich aus dem Bedarf entstanden, in den Dörfern Traktoren und Nutzfahrzeuge aufzutanken. Heute sind täglich über 60 Tanklastwagen unterwegs. Sie liefern Holzpellets und Heizöl an Tausende von Eigenheimbesitzern und versorgen schweizweit ein Netz von über 400 Agrola-Tankstellen mit Diesel und Benzin. Theo, komm an den Tisch. Spiegeleier. Und, wie war es bei der Fenaco? Das ist ein riesen Laden. Richtige Profis. Und hast du gewusst, die sind eine Genossenschaft, wie die Raiffeisen oder die Mobiliar. Was heisst Genossenschaft? Das heisst, dass sie ihr Geld nicht zum Fenster rausschmeissen, sondern sie stecken es in die Schweizer Landwirtschaft. Hast du mir mal ein Stück Brot? Die Fenaco gehört zu der Landi. Und die Landi gehört den Bauern. Eigentlich gehört Fenaco euch. Fenaco gehört mir? Ja, sozusagen. Wir sind Kunden, Lieferanten und Mitbesitzer der Fenaco Landi Gruppe. Fenaco gehört immer noch mir. Du, Theo, heute Nachmittag. Moment, schnell. Nina, weißt du jetzt eigentlich, was willst du machen? Wie soll ich das wissen bei all diesen coolen Möglichkeiten? Und vielleicht die Wetterfee? Fenaco hat eine eigene moderierte Wettersendung im Netz. Also, Prost miteinander auf Fenaco und auf das Wetter. Und auf den Tiro, der alles gehört. Fenaco, ein leistungsfähiges Unternehmen der Schweizer Bauern mit dem Ziel, eine produzierende Schweizer Landwirtschaft nachhaltig zu sichern.